Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Princess Peach Towtime. Wir hatten uns im letzten Part schon erfolgreich Peach als Ninja gemacht. Das war das, was hier hinten war. Hatten wir relativ erfolgreich. Gut, wir haben ein paar 4 Sterne verpasst, okay. Kann man mehr oder weniger sagen, es war erfolgreich, aber war okay. Und heute geht's weiter mit dem Cowgirl in der Wildnis. Das hört sich dann mal sehr interessant an. Und was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es geht's gut. Und ihr, ja, seid wieder wohlmunter in dem Part hier dabei, meine lieben Freunde. Mir geht's gut und ich bin schon sehr gespannt. Also Cowgirl in der Wildnis, das hört sich mal sehr interessant an. So ein bisschen nach guten alten Western-Style. Peach Time. Oh ja, das ist nichts für Western. Ich mag Western. Ich mag die Stimmung und so weiter. Boah, das wird wild. So, wir müssen die Räuber stoppen, bevor sie die Stadt noch ruinieren. Das war mir nicht, dass sie die alte Western-Stadt hier ruinieren. Western-Städte können sehr schön sein. So, hier machen wir mal alles weg, weil wie gesagt, es gibt dann im Zweifelsfall ein paar nette Münzen und Sterne vielleicht sogar auch. So. Ah, ja, mein Junge hat gerettet. Super. Zauber erstmal, was hier drin ist. Ui. Hier haben wir auch jemanden, den wir retten können. Muss immer seine Kompagnons retten, aber ich glaube, viel mehr gibt es hier drin nicht. Okay. Dann schauen wir mal ins nächste Haus. Auf jeden Fall auch nochmal ein Ei. Zone, was es dort zu sehen gibt. So, weil ich glaube, hier gibt es garantiert auch irgendwas in dem Haus. Ah. Ich stehe bestimmt nicht ohne Grund hier. Ja, ist ja auch doch. Nee, gibt alles, wenn da nur ein paar Münzen, ist ja witzig. Ah, aber das gab alles zusammen, den ersten Stern. Ja, schön. So kann es auch sein. Das ist dann auch sehr schön. So, zusammen kriegen wir das Thorsten auf. So sieht's aus. Mit ein bisschen Girls Power geht alles. Hau, ruck, öffnen. So, gut, jetzt können wir ihn folgen. Na, du 14. Gut, da kann man mal noch nichts machen, aber vielleicht bald. Ui. Okay, da sind ein paar Leute um Hilfe. Heißt, die müssen mir hier wohl helfen. Oh, da sind ein paar böse Kameraden hier drin, wie wir sehen können. Das gefällt mir gar nicht. Da werden wir gleich nochmal rein zu müssen, aber zuerst. Jetzt haben wir nochmal, was hier in den Keller ist. Ich weiß nicht, ob es links oder rechts lang am sinnvollsten ist. Da ist meine Lampe, die wir so anbekommen. Ich wünschte, wir konnten auch im Real-Life einfach Lampen oder sowas anmachen. Ja, es hier, Bro, es macht doch so deine Lampen hier an. Und das reicht sogar schon für den nächsten Stern. Also geht da schnell. Ich wollte eigentlich noch die dritte Lampe anmachen, aber auch gut. Macht jetzt auch noch an. Und wenn, dann will man alles anhaben. Wisst ihr, wenn der macht, dann ist halt gleichrichtig. So zumindest mal meine Strategie. Und da hat noch jemand Angst. Natürlich quälen es auch um den.
Ah, cool. Und da mal die Krawatte oder was immer das ist, dass man da irgendwie einsammelt zwischendrin. Passt. Ist gut. Nehmen wir auf jeden Fall. So. Ui, wenn man das Regal aufmacht, wird man jetzt zu Cowgirl-Pilz, oder wie? So sieht es nämlich aus. Ui, Transformation. Transformation. Okay, okay, okay. Okay, Cowgirl-Pilz, so. Wirkt das schon fast sehr männlichste Pilz hier. Und wir kommen gleich in der Bar raus. Wer bist du denn? Spielst du die Helden? Egal, so Krieg ist ein bisschen unterhalten. Ui, da kommt der böse Boss. So, es muss halt erst mehr drauf klarkommen, ne? Ah. Ich weiß nicht, ob man die nach ihnen werfen muss. Ich glaube, man muss einfach nur alle von den Typen sammeln. Ich weiß es nicht. Wir haben einen Stern verpasst. Okay, jetzt will er abhauen mit der Beute. Oder ist das so ein... Ist ja wurscht. Das ist ja richtig witzig. Easy kann man da alle, Aber hier geht's schon weiter. Sie müssen unbedingt hinterher. Oh. Ich glaube, jetzt geht's los mit der Pferde. Ja. Jawoll! Jetzt geht's so richtig los. Cowgirl Pete im Einsatz. Ha! Die Pferde sehen ein bisschen aus wie die Fortnite-Pferde. Aua! Ach, das waren, Scheiße. Ach, man muss auch noch springen währenddessen. Ich habe es halt gar nicht überrissen, ehrlich gesagt, bis jetzt. Gut, ich hab nicht viel Leben. Das ist ein bisschen hart, scheiße. Hä? Wie? Im Henker. Aber danke, dass wenigstens das hier weitergeht. Ach komm, scheiße. Okay. Ach komm, ich bin doch gesprungen. Jetzt ist es peinlich. Ich bin doch mit A gesprungen. Hört doch auf. Was ist jetzt passiert? Musst du das verstehen? Ha!
Ach komm, ich bin darüber. Jetzt geht's bitte nicht wieder von vorne los. Ja, natürlich. Digga, es war gerade so gut am Ende des Tages. Unnötig, dass ich gerade noch gestorben bin. Ist ja wirklich so unnötig. Aber okay, Fels müssen wir auch manchmal haben. Und Fels wird es auch hier geben. Du bist wirklich hartnäckig, der nach dem x-ten Versuch, ne? Nun gut. So. Aua. Jawoll. So läuft's. Aua. Hab nicht mal viel Leben, das gefällt mir gerade gar nicht. Komm, jetzt mache ich den K.O. Und jetzt ist er bitte auch K.O. Ich glaube, er sieht mir aber sehr K.O. aus, dass er ist. Boah, besser ist es. Ich habe doch wieder ein paar von den Sternen verpasst. Naja, ich habe aber nicht vor alles zusammen, deswegen. Es ist okay. Das haben wir gut gemacht. Ja, gibt Applaus hier, ne? Zu Rest gibt's Applaus. Schön. Das hat ja mal gut gefunzt aus jeden Fall. Gut, gut, gut. Ja, und liebe Leute, ne, das soll es dann auch so tatsächlich mit dem Part gewesen sein, wo wir ein bisschen Probleme teilweise hatten. Weil, sagst du was, ne, mein Skill, da lässt jetzt so langsam nach. Will noch Rest im Anfang vom Spiel. Aber trotzdem, es ist ein wildes Spiel und macht Spaß. Ich freue mich auf den Rest. Und schauen wir nochmal, mit was es im nächsten Part weitergeht aus jeden Fall, weil das wird hier sein. Es wird dann nämlich das Fest der Leckereien sein. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, sag ich, danke fürs Zusehen. Macht's gut und ciao!